Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute schauen wir uns Signalgeber an, und zwar etwa das erste Drittel. Es liegt einfach daran, dass das Video sonst 3 Stunden lang geworden wäre. Das ist wirklich eine ganze Menge. Dementsprechend teilen wir das jetzt erstmal ein bisschen auf. Und zwar schauen wir uns erstmal einige der grundlegenden Signalgeber an, die wir hier im Spiel haben. Und zwar haben wir den Redstone-Block, die Redstone-Fackel, den Hebel, den Knopf und die Druckplatte. Den Stolperdrahthaken werde ich erstmal auslassen. Der kommt dann in die letzte Folge, weil er nicht besonders nützlich ist. Und wir schauen uns den Beobachter an, weil er einfach unglaublich nützlich ist. Ja? Also diese 6 Signalgeber werden in diesem Video vorhanden sein. Los geht's! Schauen wir uns den Redstone-Block an. Das ist einer der simpelsten Signalgeber, die wir hier in Minecraft haben. Das ist das Rezept. Wir benötigen 9 Redstone-Staub und dann erhalten wir einen Redstone-Block. Der sieht dann ganz genau so aus. Innen ein bisschen dunkel, nach außen hin ein bisschen heller. Und er gibt eine konstante Signalstärke von 15 ab. Der Redstone-Block ist so simpel. Er selber ist stark energetisch. Das heißt, umliegende Redstone-Komponenten können das Signal ablesen und auch umliegendes Redstone kann dadurch aktiviert werden. Und zwar Redstone, was da drüber liegt, daneben oder darunter. Diagonal liegende Redstone können dadurch allerdings nicht aktiviert werden. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über den Redstone-Block wissen muss. Hier haben wir die Redstone-Fackel. Sie ist einer der simplen Signalgeber, die wir hier im Spiel haben. So stellt man sie her. Wir haben einen Stock und einen Redstone-Staub. Dann erhalten wir hier eine Redstone-Fackel. Die kann an praktisch jeder Seite des Blocks platziert werden, bis auf die Unterseite. Also im Grunde genauso wie jede andere normale Fackel auch. Sie hat eine spezielle Funktion. Sie kann ausgeschaltet werden, wenn der Block, an dem sie platziert ist, aktiviert wird, beziehungsweise schwach oder stark energetisch ist. Dabei haben wir eine Signalstärke von 15, die wird die ganze Zeit ausgegeben, und eine Verzögerung von einem Redstone-Tick. Das heißt, wenn wir den Hebel umschalten, etwa 0,1 Sekunden später geht die Fackel dann aus. Und genau andersrum natürlich auch, wenn wir den Hebel ausschalten, geht 0,1 Sekunden später die Fackel wieder an. Das kann man ausnutzen und daraus so eine sogenannte Fackelleiter quasi nach oben machen, wo wir dann unten einen Hebel haben, der ist geradeaus, und oben eine Fackel haben, die ist geradeaus. Und wenn wir den Hebel anschalten, dann verändert sich das Signal von der unteren Fackel. Das verändert quasi die Ladung vom Block und dadurch wird auch die obere Fackel wieder aktiviert. Genau andersrum nochmal. Und so kann man relativ einfach Signale weit nach oben transportieren. Man muss halt eben darauf achten, das hat einiges an Verzögerung. Hier haben wir schon 2 Ticks. Wenn man das noch höher baut, hat man eben noch mehr. So kann die Fackel energetisieren. Die Fackel selber ist stark energetisch und der Block darüber wird stark energetisch. Eine Ausnahme ist der Block darunter. Der wird überhaupt gar nicht geladen, also in keinster Form. Dieser Block müsste geladen werden, um die Fackel zu deaktivieren. Dementsprechend ist das relativ unnützlich. Wenn ihr den Block selber unten aktivieren würde, dann würde sie sich ja selber ausschalten. Hier haben wir das nochmal von der Seite. Auch hier wieder der Block, an dem sie platziert wurde, wird nicht aktiviert. Diesmal aber der Block darunter. Und der Block darüber ist auch wieder stark energetisch. Und dann können wieder umliegende Redstone-Komponenten das Signal ablesen. Hier haben wir das nochmal mit Redstone. Also daneben kann Redstone abgelesen werden. Der Block darüber wird ja stark energetisch. Also auch der Redstone neben dem Block und der Redstone über dem Block. Eine Ausnahme hier zum Beispiel wäre das Redstone, was diagonal nach unten liegt. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über die Redstone-Fackeln wissen muss. Schauen wir uns den Hebel an. Das ist natürlich einer der Signalgeber. Hier haben wir die Herstellung. Wir benötigen einen Bruchstein und einen Stock. Dann erhalten wir einen Hebel. Der Hebel sieht so aus. Er kann auf der Oberseite des Blocks platziert werden und an- oder ausgeschaltet werden.
Die Signalstärke, wenn angeschaltet ist, beträgt dabei 15 und er kann auch an den Seiten des Blocks platziert werden, beziehungsweise auch auf der Unterseite. Und in jedem der Fälle wird der Block, an dem er platziert wird, stark energetisch und der Hebel selber natürlich auch. Umliegende Redzone-Komponenten können dadurch das Signal dann ablesen. Hier haben wir das nochmal von der Seite, ganz genauso wie vorher. Hier eben der Block, an dem der Hebel platziert ist, wird ebenfalls stark energetisch. Und da haben wir das mit Redzone nochmal, also hier einmal auf dem Boden. Der Hebel selber wird stark energetisch, der Block darunter wird stark energetisch. Hier haben wir Redzone daneben, das wird aktiviert. Das Redzone neben dem Block und das Redzone unter dem Block wird auch aktiviert. Und das haben wir hier nochmal von der Seite. Da seht ihr es ein bisschen merkwürdig, aber hier das Redzone und theoretisch, wenn hier auf dem Block noch Redzone wäre, die wären auch aktiviert. Der Block wird stark energetisch. Redzone darüber, daneben und darunter wird dadurch auch aktiviert. Die Hebel an sich können nur von Spielern aktiviert werden, aber ab der 1.21 auch von der Böe, beziehungsweise auf Englisch besser bekannt als Breeze. Ja, das ist eine neue Entität, die in 1.21 hinzugefügt werden soll, die dann auch mit Redzone-Komponenten interagieren kann. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über den Hebel wissen muss. Schauen wir uns den Knopf an, das ist einer der Signalgeber. Hier haben wir die Herstellung, ist ziemlich einfach, wir benötigen einen Ressourcenblock und erhalten dadurch einen Knopf. Es gibt unterschiedliche Ressourcenblöcke, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben alle 11 Holzvariationen, da haben wir noch Stein und polierten Schwarzstein für die Steinkategorie. Und so sieht es aus, wenn man den platziert, ist etwa 2x4x8 Pixel groß. Wie ihr hier sehen könnt, wenn man einmal drauf drückt, dann wird er nur noch halb so groß, wenn er quasi ein bisschen eingedrückt ist. Wie eben schon gesagt, es gibt zwei Variationen. Erstmal die Holzknöpfe und die Steinknöpfe. Die Holzknöpfe können durch einen Bogen bzw. Dreizack bzw. irgendwelche Projektile aktiviert werden. Wenn wir zum Beispiel den Pfeil reinschießen und wenn er da drinnen bleibt, dann wird der Knopf dadurch aktiviert. Eine Signalstärke von 15 wird ausgegeben und wenn man den normal drückt, dann wird es eine Signaldauer von 15 Redzone-Ticks sein. Im Vergleich dazu, der Steinknopf kann nicht durch Projektile aktiviert werden, also der Pfeil steckt da drinnen, aber es passiert absolut gar nichts. Auch hier wieder gibt es eine Signalstärke von 15, aber eine Signaldauer von 10 Redzone-Ticks im Vergleich zu 15. Das heißt, hier haben wir etwa 1,5 Sekunden, hier haben wir etwa nur eine Sekunde von der Signaldauer her. Der Block, der Knopf kann folgendermaßen energetisieren. Wenn wir hier einmal drauf drücken, dann wird der Knopf selber stark energetisch und der Block, an dem er platziert wird, auch. Umliegende Redzone-Komponenten können davon das Signal dann ablesen. Auch hier nochmal von der Seite, wenn wir da drauf drücken, dann wird der Knopf stark energetisch. Der Block, an dem er platziert ist, auch stark energetisch. Auch hier wieder umliegende Redzone-Komponenten können das Signal dann ablesen. Hier haben wir das nochmal mit Redzone. Das Redzone, was direkt neben dem Knopf liegt, wird aktiviert. Der Block wird stark energetisch und das Redzone daneben und darunter wird auch noch aktiviert. Hier haben wir das nochmal von der Seite. Also wir haben den Knopf, der wird stark energetisch. Das Redzone, was am Knopf anliegt, wird auch aktiviert. Und der Block wird natürlich auch stark energetisch. Redzone darüber, dahinter und darunter wird ebenfalls aktiviert. Ursprünglich war auch schon geplant, dass Kupfer als eine weitere Knopfart hinzugefügt wird, die mit der Zeit oxidiert. Allerdings hätte es dafür den Kupfer-Golem geben müssen, der leider bei einem Mob-Vote nicht gewonnen hat. Dementsprechend gibt es nur diese beiden Arten. Die können an sich nur durch Spieler aktiviert werden, beziehungsweise die Knöpfe auch durch Werfer, wenn sie quasi einen Pfeil schießen oder einen Dreizack. Und der kann auch noch durch die Böe aktiviert werden, einer Entität, die in der 1.21 hinzugefügt werden soll, die dann mit Hilfe von Wind quasi Redzone-Komponenten aktivieren kann. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über den Knopf wissen muss. Schauen wir uns die Druckplatten bzw. die Wegeplatten an. Und zwar sind das alles Signalgeber.
Hier haben wir die Herstellung. Wir benötigen zwei Ressourcenblöcke nebeneinander und dann erhalten wir eine Druckplatte. Das sind viele unterschiedliche Arten an Ressourcen. Wir haben alle 11 Holzvariationen für die Holzdruckplatte. Da haben wir normalen Stein und polierten Schwarzstein für die Steindruckplatten. Wir haben Gold für die leichte Wegeplatte und Eisen für die schwere Wegeplatte. Hier haben wir die alle einfach mal aufgebaut. Das sind 14x14 Pixel breit und lang und dann eben hier ein Pixel hoch. Da gibt es einige Unterschiede zwischen denen, daher schauen wir uns die nochmal einzeln genauer an. Wir haben als erstes die Holzdruckplatte. Wie ihr seht, die kann durch Projektile bzw. auch durch einfache Gegenstände auf dem Boden aktiviert werden. Dabei gibt es dann eine Signalstärke von 15 aus und eine Signaldauer von mindestens 10 Redzone Ticks. Das heißt, wenn ich hier einmal ganz schnell drüber fliege, dann bleibt das Signal für eine Sekunde bestehen, bevor es dann wieder ausgeht. Aber natürlich, wenn wir lange drauf stehen, dann bleibt die Lampe auch für eine längere Zeit an. Hier nochmal mit Pfeil und Bogen einmal schnell drauf geschossen. Da seht ihr, auch Projektile können das aktivieren, genauso wie Gegenstände und andere Mobs, also Monster und Tiere. Hier haben wir dann die Steindruckplatte. Und zwar wird auch hier eine Signalstärke von 15 ausgegeben. Und die Signaldauer beträgt auch mindestens 10 Redzone Ticks. Unterschied hierbei, es können eben nur Monster, Tiere und Spieler das aktivieren. Gegenstände und Projektile können das nicht. Also wenn ich hier den Pfeil drauf schieße, da passiert absolut gar nichts. Das bleibt einfach stecken. Erst wenn ich da selber drüber laufe, passiert tatsächlich was. Dann haben wir hier die Wegeplatten, beziehungsweise auch einfach Gold- oder Eisendruckplatte genannt. Die haben dann eine etwas andere Eigenschaft, daher gibt es hier auch noch keine Angabe zur Signalstärke, das schauen wir uns gleich nochmal an. Als erstes, die beiden haben eine Signaldauer von mindestens 5 Redzone Ticks, das heißt, die werden doppelt so schnell wieder ausschalten. Dementsprechend haben die hier eine etwas höhere Sensitivität, kann man sagen. Beide können durch Pfeile, Bögen aktiviert werden, beziehungsweise durch jegliche Entitäten, Monster, Tiere und Gegenstände, Projektile, alles Mögliche kann die aktivieren, also ähnlich wie die Holzdruckplatte. Wie können diese Blöcke jetzt energetisieren? Und das ist ziemlich einfach, die haben ja nur eine Richtung, in die sie platziert werden können, nämlich auf der Oberseite von Blöcken und dementsprechend können sie selber stark energetisch werden und der Block, an dem sie platziert sind, wird auch stark energetisch. Das sieht dann genau so aus. Umliegende Redstone-Komponenten können von dort aus das Signal dann auslesen. Und hier drüben haben wir das nochmal mit Redstone-Staub. Da schieße ich auch mal einen Pfeil drauf. Die Platte selber wird natürlich stark energetisch. Das Redstone daneben wird aktiviert. Der Block wird stark energetisch. Redstone daneben und darunter wird dadurch aktiviert. Eine Ausnahme zum Beispiel wäre das diagonal nach oben liegende Redstone. Das wird überhaupt nicht energetisiert, da passiert absolut gar nichts. Jetzt haben wir die Signalstärken von den Wegeplatten. Wir haben hier erstmal die goldene Wegeplatte oder die leichte Wegeplatte. Und da haben wir es folgendermaßen, wenn wir hier einen Pfeil drauf schießen, beziehungsweise irgendeine Art von Entität drauf packen, dann wird die Signalstärke von 1 ausgegeben. Und für jede weitere Entität, die wir da drauf schießen, wird dann eine höhere Signalstärke ausgegeben. Ich mache das jetzt hier für ein paar Pfeile mal. Also wir haben hier Pfeil 1, dann haben wir 2, 3 und 4. Ihr seht, das wird einfach bei jedem 1 erhöht. Für die maximale Signalstärke 15 benötigen wir dann dementsprechend 15 Entitäten, die da drauf liegen. Dann haben wir hier die schwere Wegeplatte bzw. die Eisendruckplatte, die benötigt dagegen 10 Entitäten, die da drauf sind. Und dementsprechend schieße ich jetzt hier ein paar Pfeile drauf. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und ihr seht, bei 11 wird schon die nächste Signalstärke erreicht, also die Signalstärke 2. Für die maximale Signalstärke von 15 benötigen wir dann hier 141
Blöcke, Gegenstände, Entitäten oder eben noch mehr, die da drauf liegen, dann erhalten wir hier die maximale Signalstärke. Und das ist so ziemlich alles, was man über die Druck- und Wegeplatten wissen muss. Schauen wir uns den Beobachter an. Das ist einer der Signalgeber. Hier haben wir auch die Herstellung. Wir benötigen 3x Bruchstein auf der unteren Ebene, 3x Bruchstein auf der oberen Ebene, 2 Redstone und ein Nether Quarz in der Mitte. Dann erhalten wir einen von den Beobachtern. Der kann in alle 4 Himmelsrichtungen platziert werden und er kann auch nach oben bzw. unten schauen. Das Schauen erkennt ihr dann an diesem sehr strengen überprüfenden Blick. An dieser Seite werden sogenannte Block Updates erkannt. Das sind Änderungen an Blöcken. Und auf der Rückseite, das ist dann dieser leuchtende Punkt hier, wird das Redstone-Signal ausgegeben. Dabei wird immer eine Signalstärke von 15 ausgegeben, und zwar für eine Signaldauer von einem Redstone-Tick, also eine sehr, sehr kurze Dauer. Die Verzögerung beträgt an sich meistens ein Redstone-Tick, bis auf einen Bug in der Bedrock Edition, beim MCPE 73342, das ist ein Bug-Report, sind es dann 2 Redstone-Ticks für selbst erstellte Blöcke. Das heißt, wenn ihr ein Add-on macht mit eigenen Blöcken, dann werden diese Blockveränderungen erst nach 2 Redstone-Ticks erkannt. Ist ein Bug, wird ganz sicher in Zukunft gefixt, aber bisher ist das einfach noch der Fall. Wie kann der Beobachter die Blockänderungen erkennen und wie kann er energetisieren? Erstmal haben wir einen Hebel davor. Wenn wir den zum Beispiel umschalten, dann wird das als Block-Update erkannt. Und dann habt ihr gesehen, der Block dahinter wird stark energetisch. Die umliegenden Redstone-Komponenten können von dort aus das Signal ablesen. Hier haben wir das nochmal mit Redstone-Staub. Auch hier wieder, der Block dahinter wird stark energetisch. Das Redstone darüber, daneben und darunter kann dann das Signal davon abholen. Hier haben wir eine klassische Blockveränderung. Und zwar wird die auf beiden Versionen erkannt, sowohl auf der Bedrock Edition als auch auf der Java Edition. Hier werden wir einige Unterschiede haben, das ist quasi dann auch der Rest dieses Kapitels. Die werden wahrscheinlich in Paritätsupdates irgendwann alle verändert. Das heißt, das hier ist bei weitem nicht in Stein gemeißelt, die werden sich garantiert irgendwann alle verändern. Aber als allererstes haben wir hier ein ganz klassisches Block-Update, eine Blockveränderung. Nämlich zum Beispiel das Öffnen und Schließen von Falltüren. Und da seht ihr, manchmal zeigt es die Lampe nicht besonders gut, denn das Signal ist so ziemlich kurz mit einem Redstone-Tick. Dementsprechend leuchtet die nicht immer ganz perfekt auf. Ja? Aber das ist ein Block-Update und es wird in beiden Versionen erkannt. Hier haben wir dann das Veränderung von Einstellungen beim Konstruktions- oder beim Befehlsblock. Auf der Bedrock Edition wird es erkannt, auf der Java Edition allerdings nicht. Das heißt, wenn wir hier einmal in den Konstruktionsblock reingehen, irgendeine Einstellung verändern, dann wird das, hoppla, wenn wir die tatsächlich auch verändern, so, dann wird das erkannt. Dann wird das erkannt, ganz genau, wunderbar. Die Lampe wollte einfach nicht aufleuchten. Oder wenn wir hier beim Befehlsblock den Typ des Befehlsblocks ändern, dann seht ihr auch hier, leuchtet eine Lampe auf. Wunderbar. Dann haben wir hier das erfolgreiche Ausführen von Befehlen. Auf der Bedrock Edition wird es nicht erkannt, auf der Java Edition auch nicht. Wir klicken einmal drauf, schauen, was passiert. Das wird hier in den Chat hineingeschrieben. Willkommen zurück zu... ganz genau. In beiden Fällen wird es nicht erkannt. Warum erwähne ich es überhaupt? Naja, der Konstruktionsblock... Der wird zumindest auf der Bedrock Edition erkannt, wenn dabei eine Struktur geladen wird. Die können wir einfach mal öffnen und laden die Struktur Zombie. Und das wird hier tatsächlich erkannt, wie ihr sehen könnt. Die Lampe leuchtet auf und dann haben wir hier einen Rüstungsständer mit Zombie-Kleidung an. Das wird dann erkannt und kann ausgegeben werden. Weiter geht's und zwar mit Verbindungsänderungen. Und zwar zum Beispiel hier beim Zaun. Da gibt es noch viele andere Blöcke, die eben ihre Richtung wechseln können, wie zum Beispiel der Eisenzaun bzw. das Eisengitter, Glasscheiben, normale Glasscheiben bzw. gefärbte Glasscheiben. Wir haben, wie gesagt, Zäune, wir haben Treppen, dann Redstone-Staub und Fäden. Wenn die sich alle neu anordnen,
dann kann das auf der Java Edition erkannt werden, auf der Bedrock Edition allerdings nicht. Wir fahren das mal aus und ihr seht, da passiert gar nichts. Da verändert sich die Verbindung, wie ihr sehen könnt, da gibt es eine Verbindung, jetzt ist sie weg und jetzt kommt sie wieder hinzu. Das ist also an sich ein Block-Update, das wird aber auf der Bedrock Edition einfach nicht erkannt. Im Gegensatz dazu, Mauern aus irgendeinem Grund, die werden erkannt und naja, Melonenpflanzen bzw. Kürbispflanzen, wenn sie sich dann zu einem Kürbis oder einer Melone hinbiegen, das wird erkannt, das wird dann als Block-Update gewertet und zwar in beiden Versionen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber das wird ganz sicher in Zukunft gefixt. Ja? Hier haben wir die Behälterblöcke und zwar das Öffnen und Schließen wird auf keinen der beiden Versionen erkannt, auch wenn man eindeutig das Hochklappen der, der Truhe, des Deckels sehen kann, dass eigentlich auch ein Block-Update ist. In beiden Versionen wird das nicht erkannt. Die Schalker-Kiste, die natürlich auch hochklappt, wird aber in der Java Edition erkannt, in der Bedrock Edition nicht, ist also ein bisschen merkwürdig. Ja, es ist ein bisschen Kuddelmuddel, ein bisschen durcheinander, manchmal wird es erkannt, an manchen Stellen wird es erkannt, an manchen Stellen eben nicht. Da haben wir die Füllstandänderung, auf der Bedrock Edition wird sie erkannt, auf der Java Edition nicht und das ist genial, um Fallen daraus zu machen. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Schatztruhe und da habt ihr wertvolle Sachen drin. Ihr dürft euch die anschauen, aber ihr dürft sie nicht hinausnehmen. Sobald wir nämlich die Schneebälle hinausnehmen und ganz schnell rausgehen, seht ihr, die Lampe leuchtet auf und es wird erkannt und dann kann der Tempel zum Beispiel in sich zusammenfallen, TNT wird gezündet, eine Falle wird ausgelöst oder ähnliches. Also eigentlich ein wunderbares Feature, das hoffentlich auch bald bei der Java Edition hinzugefügt wird. Hier haben wir Aktivierung bzw. Deaktivierung, relativ schwer zu lesen, von diesen Köpfen, ja, also vom Drachenkopf bzw. vom Piglinkopf. In der Bedrock Edition wird das erkannt, in der Java Edition eben nicht. Es gibt jeweils ein Signal bei der Aktivierung und ein Signal bei der Deaktivierung. Dementsprechend gibt es hier zwei Lichtimpulse. Wir haben das Auftauen bzw. Verschneien von Blöcken. Auf der Bedrock Edition wird das nicht erkannt, auf der Java Edition schon. Und zwar funktioniert das mit Grasblöcken, mit Podsol oder mit Mühsel. Das heißt überall Blöcke, die sich durch Schnee verändern. Die können dann auf der Java Edition erkannt werden, auf der Bedrock Edition allerdings nicht. Dann haben wir den Notenblock und zwar, wenn ein Ton erklingt, kann das auf der Java Edition erkannt werden, selbst wenn gar kein Ton abgespielt wird, weil ein Block darüber ist. Das wird als Update erkannt. Auf der Java Edition gibt es ein Signal aus, auf der Bedrock Edition eben nicht. Wenn wir hier auf den Knopf drücken, ihr seht, die Lampe leuchtet gar nicht auf. Ups, hoppla. Ändere ich gleich nochmal, keine Sorge. Und das auch. Ja. Hier haben wir Interaktion und zwar mit einem Gegenstandsrahmen. Auf der Bedrock Edition wird das erkannt, das heißt, wenn wir hier wild dran herumdrehen, dann wird da ein Signal herausgeholt. Wenn wir auch den Gegenstand entfernen und einen neuen reinlegen, das wird auch genauso erkannt. Auf der Java Edition allerdings wird das nicht erkannt. Das liegt nämlich daran, dass Rahmen in der Java Edition Entitäten sind und keine Blöcke. Dementsprechend, ja, können die gar nicht erkannt werden. Entitäten haben keine Block-Updates. Ja? Eine sehr merkwürdige Sache, die ich herausgefunden habe, und zwar das Sperren bzw. Entsperren von Trichtern. Es verändert sich ja visuell überhaupt gar nichts, sondern nur an den Metadaten, den NBT-Daten. Allerdings wird es trotzdem in beiden Versionen erkannt. Das heißt, wenn der Trichter gesperrt wird, keine Gegenstände einsammeln oder weitergeben kann, dann wird das trotzdem in beiden Versionen erkannt. Fand ich merkwürdig, deshalb habe ich es hier hinzugefügt. Wir haben das Läuten von Glocken. Auf der Bedrock Edition wird das erkannt, auf der Java Edition nicht. Ist an sich ganz nützlich, wenn ihr eine Farm baut für Überfälle. Das heißt, wenn die Dorfbewohner dahin rennen, die Glocke anhauen, dann könnt ihr erkennen, jetzt gibt es einen Überfall, fahrt die Verteidigungsmechanismen hoch und greift die die Plünderer an. Das hier ist kein Endportal, sondern ein Endtransitportal.
Das gibt's im End, nachdem man den Enderdrachen getötet hat, damit man zu den weit entfernten Endinseln sich hin teleportieren kann. Da muss man dann eben durchkriechen oder durchfliegen. Und in der Bedrock Edition können dabei die Teleportation von Objekten erkannt werden. So könnt ihr quasi zählen, wie oft da an sich ein Spieler oder eine Entität durchgeflogen ist, damit teleportiert wurde. Auf der Java Edition funktioniert das nicht. Hier haben wir Wachstum bzw. Ausbreitung unterschiedlicher Blöcke. Auf der Bedrock Edition wird das nicht erkannt, auf der Java Edition schon. Schauen wir uns erstmal die Blöcke an, die es hier gibt. Als allererstes haben wir ganz normale Ranken. Wir haben Glühflechte bzw. auch Leuchtflechte genannt. Wir haben Trauerranken, die verdrehten Ranken, Glühbirnen, Kakteen, Zuckerrohr, Bambus, Seetang, die Chorusblüte, das kleine Tropfblatt bzw. auch das große Tropfblatt. Dann haben wir den Löwenzahn bzw. sämtliche andere Pflanzen. Bei Mangrovenblättern wird ja unten drunter ein kleiner Setzling erzeugt. Das wird auch nicht erkannt. Dann haben wir die beiden Pilze, wenn die sich im Dunkeln verbreiten. Das wird auch nicht erkannt. Und zu guter Letzt ein Tropfstein, wenn aus einer Spitze zum Beispiel ein Mittelstück wird oder aus dem Mittelstück ein breites Stück. Das wird auch nicht erkannt, zumindest nicht auf der Bedrock Edition. Wenn wir hier mal draufklicken, dann seht ihr, das wird auf jeden Fall weiter verbreitet, aber da wird das nicht erkannt, sondern eben nur auf der Java Edition. Eine weitere Sache, nämlich das Sperren, Entsperren von den Verstärkern. Auf der Bedrock Edition wird das nicht erkannt, auf der Java Edition schon. Und zu guter Letzt die Aktivierung bzw. Deaktivierung von den Leuchtfeuern. Auf der Bedrock Edition wird es nicht erkannt, auf der Java Edition schon. Dementsprechend könnt ihr dann, keine Ahnung, auszählen, wie oft ein Leuchtfeuer aktiviert bzw. deaktiviert wurde. Und das wär's so ziemlich mit dem, was man alles über Beobachter wissen muss.